Nach Veröffentlichung der Videobotschaft von Prinzessin Catherine schlägt die Nachricht von ihrer nicht näher benannten Krebserkrankung hohe Wellen. Einerseits rätseln nationale und internationale Medien nun weiter, um welche Krankheit es sich genau handeln könnte. Andererseits äußerten sich Persönlichkeiten aus Gesellschaft und Politik und sendeten Genesungswünsche. Auf X, ehemals Twitter, meldeten sich neben vielen anderen der US-Präsident Joe Biden mit seiner Frau Jill, der britische Premierminister Rishi Sunak, der französische Staatspräsident Emmanuel Macron sowie die Regierungschefs von Kanada und Australien. Kates Bruder James Middleton schrieb: Über die Jahre haben wir gemeinsam viele Berge erklommen. Als Familie werden wir auch diesen überwinden. Auch auf den Straßen von Berlin fand die Nachricht vom Freitag am Folgetag ihr Echo. Aber es ist schon so Gänsehautmoment. Also ich habe es jetzt das erste Mal gehört, jetzt wirklich, dass es so ist. Schrecklich. Es ist natürlich schade, aber uns betrifft das ja nicht unmittelbar. Die Familie ist momentan sehr stark gebeutelt und ich kann ihr nur alles Beste hoffen, wünschen, dass es ihr hoffentlich schon bald wieder besser geht. Die Ehefrau von Thronfolger Prinz William hatte sich im Januar einer Bauchoperation unterzogen und wollte ursprünglich bis nach Ostern nicht öffentlich erscheinen. Spekulationen um ihren Gesundheitszustand und damit im weitesten Sinne auch über den Zustand der königlichen Familie und der britischen Monarchie, auch König Charles III. Ist an Krebs erkrankt, scheinen Kate nun dazu gebracht zu haben, die Öffentlichkeit einzuweihen. Am Freitag hatte sie bekannt gegeben, dass sie sich derzeit einer Chemotherapie unterziehe.